Ja, hallo Freunde, willkommen zu Steven Dees Musikreviews. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neue Woche, neue Bands, neue Alben. Und wir haben wieder gute Sachen dabei, aber jetzt kommen wir erstmal zu ein paar schlechten Nachrichten, die ihr wahrscheinlich schon alle mitbekommen habt der Woche. Joey Jordison, der Ex-Schlagzeuger von Slipknot und Mitbegründer, ist verstorben im Alter von 46 Jahren. Er hatte eine Krankheit, weshalb er wahrscheinlich die Band verlassen hat, so sagt man. Und ja, woran er jetzt genau gestorben ist, kann man leider noch nicht sagen. Er ist im Alter von 46 Jahren gestorben, ist eigentlich überhaupt gar kein Alter, das ist eine richtig krasse Sache. Ist auch ziemlich hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem hat er gerade erst eine neue Band mitbegründet und die haben gerade mal ihr erstes Album raus oder ihr einziges Album raus. Man weiß nicht, wie mit der neuen Band jetzt auch weitergeht. Das wird sie noch zeigen. Auf jeden Fall ist das eine harte Sache, richtig krass. Und mein Beileid auf jeden Fall an der Familie. Das ist schon eine ziemlich harte Sache in den Business, in den Genre. Und ja, ist traurig. Und hoffen alles nur das Beste für die ganze Familie, dass sie alles gut überstehen und alles Gute an dir da oben, Joey Jordison. Hoffe, du hast auf jeden Fall einen Frieden gefunden. Dann kommen wir auch schon zum nächsten traurigen Fall. ZZ Top Bassist Dusty Hill ist ebenfalls die Woche verstorben. Und im Alter von 72 Jahren, ich würde jetzt sagen, das ist immer noch kein Alter. Das ist eigentlich richtig krass. Na gut, heißt kein Alter. Man sagt fast zu jedem Alter, das ist kein Alter. Aber 72 ist eigentlich ein gutes Alter. Aber auch wiederum finde ich einfach die andere Perspektive einfach nur schade, weil ich habe die Ehre, ZZ Top live gesehen zu haben. Die Show war richtig gut. Das war richtig mega, muss ich ehrlich sagen. Die Jungs mal live zu sehen. Die Legenden mal live zu sehen, war richtig, richtig geil. Und ja, war ja wie bei Slipknot auch. Ich habe Slipknot auch live gesehen, aber leider ohne Joey Jordison. Da war Jay Weinberg schon dabei, aber nichtsdestotrotz, ne, ist alles so. Das ist halt eine krasse Sache, ne, mit Dusty Hill hier genauso. Guter Bassist. Gute Band, ZZ Top. Wer ZZ Top nicht kennt, hört auf jeden Fall rein. Lohnt sich definitiv. Muss natürlich auf die Musik stehen, ne? Klar. Und ja, Leute, ebenfalls mein Beileid an der Familie. Alles Gute. Und Dusty Hill, du auch da oben. Mach weiter Musik mit dem Bass. Und lass es uns irgendwie hören. Ja. Ja, Leute. Da kommen wir jetzt aber auch schon zu den Musikreviews dieser Woche. Nochmal ein Hallo an alle und an den neuen Leuten, die eingeschaltet haben. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Steven und ich präsentiere jede Woche Musikreviews in den Genre Metal und Rock. Und ja, Leute, ich kann euch nur sagen, wir haben gute Bands dabei und gutes Mischmasch wieder dabei. Und ich will nicht lange drum rumreden. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, ein Abo oder folgt mir bei Instagram, bei Facebook. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Nach meinem Intro geht's los. Da fangen wir mit der ersten Band an. Ja, Leute, im Vorfeld hoffe ich, dass ich mal ein paar Namen und ein paar Sachen wieder richtig ausspreche. Sollte es nicht der Fall sein, entschuldige ich mich schon mal dafür. Ja, wir kommen zur ersten Band. Amnesia Eterna. Ich hoffe, ihr könnt es unten lesen. Damit es richtig ausgesprochen und richtig geschrieben. Ist eine Band, die gibt es seit 2016. Genre ist Trash Metal. Label ist Brutal Records. Kann ich auch noch nicht. Haben mittlerweile zwei Alben draußen. Ein neuer heißt Malditos. Und ja, die Band, wer Thrash Metal kennt, weiß dann, bei Thrash Metal geht es immer gut ab. Die Band geht es ebenfalls gut ab. Ist richtig gut. Hört auf hier mal rein, Leute. Lohnt sich definitiv. Und dann kommen wir zu einem Musiker,
der auch schon sehr lange im Geschäft ist. Viele werden ihn auch kennen. Er ist der Sänger von Twisted Sister. Es geht natürlich um den amerikanischen Musiker Dee Snider. Wie ich sagte, war in der Band Twisted Sister auch eine richtig geile Band. Hört auch immer da rein. Und natürlich hört auch bei Dee Snider rein. Seit 1997 macht er Solo-Musik. Genre ist Hard Rock, Label ist Napalm Records, da ist er unter Vertrag und hat mittlerweile auch 5 Alben draußen. Neuer heißt Believe Ska, Scare oder Ska, so wie ausgesprochen. Und ja, ist auf jeden Fall richtig geil. Dee Snider ist richtig coole Sau. Kann man einfach immer nur feiern. Und ich feiere den Typen auch. Der ist richtig gut. Voll auf jeden Fall rein, lohnt sich. Da kommen wir zur nächsten Band. Und es ist eine schwedische Band, die es seit 1995 gibt. Evergrey, kennen bestimmt ein paar Leute. Also vom Namen her sagt man die Band auf jeden Fall. Wir hatten die ja wahrscheinlich schon mal in den ganzen Reviews gehabt. Genre ist Progressive Metal. Label ist AFM Records. Haben mittlerweile auch 12 Alben draußen. Das neue heißt Booms for the Broken. Und ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie gesagt, jedes Genre im Metal-Bereich ist immer anderes. Man muss natürlich aber auch stehen, das ist immer eine Sache. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Band sich anhört, in meiner Videobeschreibung unten zu dem Video hier findet ihr mal Links von jeder Band. Da könnt ihr mal draufklicken, da könnt ihr reinhören. Dann könnt ihr euch ein eigenes Bild von der Band machen. Ich finde sie nicht schlecht. Evergrey, Hymns for the Broken, hört da rein. Tombstoner, so heißt die nächste Band. Gibt es seit 2019, also ist noch ganz frisch eigentlich. Ist eine amerikanische Band, Genre ist Death Metal. Haben vorhin eine EP rausgebracht, also feiern sie jetzt quasi ihr Debütalbum. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich hoffe, ich spreche jetzt auch den Albumnamen richtig aus. Victims of Vile Torture oder so. So in eine Richtung. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Ja, ist auf jeden Fall auch richtig guter Stoff, hätte ich nicht gedacht. Die Band hat mich richtig geflasht, ich fand die direkt geil. Nach ein paar Liedern reinhören, Leute, hört auf jeden Fall rein. Kann ich immer nur empfehlen, lohnt sich definitiv. Schadet ja nicht. Wenn für den einen oder anderen was nicht dabei ist, ist es so. Aber ich finde die Band nicht schlecht. Einfach mal reinhören. Ja Leute, und dann kommen wir auch schon wieder zu den sonstigen Bands, die natürlich nicht fehlen dürfen. Kommen wir direkt zur Sache mit der ersten Band. Exorzist, und bei der Name Evil Weeping Death, das ist natürlich Death Metal. Axel Wounding Hell, Diamonds Unlock 2, Hard Rock. Chunk, No Captain Chunk, Gone Are the Good Days, Metalcore. Eonin, wie ich hier aufgesprochen habe, Forsaken Memories, Power Metal. Galvanizer, Crying Sight of Imperception, Imperception. Und dann haben wir zur nächsten Band Netherbird Arrayed, Black Metal. Und die Band The 500, auch eine richtig gute Band, hört offenbar auch da rein. A World on Fire, Death Metal. Hört in den sonstigen Bands auf jeden Fall auch rein, wie lohnt sich auch immer. Da haut man, da schnappt man immer mal gute Bands ab, auf jeden Fall. Ja, bleibt dran, nach meinen Videos kommen noch weitere Videos und schaut auch mal meine Playlisten nach, Unboxing-Videos, Over the Top, findet immer gute Videos. Ja, wie gesagt, nach meinem Video kommen weitere Videos, bleibt auf jeden Fall dran. Wie gesagt, folgt mir bei Instagram und bei Facebook, da bin ich immer auf dem aktuellen Stand, was meine Reviews betrifft. Und ich bedanke mich fürs Anschauen. Und wünsche euch noch ein restliches schönes Wochenende. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Entweder zum Unboxing-Review oder zur nächsten Musik-Reviews. Und ja, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, klar. Und ja, Leute, ich bedanke mich fürs Anschauen. Wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Steven, haut rein. Bleibt gesund. Ciao.